Also, heute geht's um ein Fazit. Nachdem ich jetzt nun 2 Wochen, jeweils eine Woche, 2 Messer beim Pass-Around vom Survival Flow, dann über Michael an mich jeweils eine Woche getragen habe. Das geht um die 2 Messer, wisst ihr ja schon, und ich will jetzt kurz was dazu sagen. Also, erst einmal, ich habe sehr schnell gemerkt, ich bin nicht wirklich ein Folder-Typ. Denn das sind schon ordentliche Folder, die man als Arbeitsmesser würde ich das Enlan bezeichnen, wirklich auch zum Arbeiten hernehmen kann. Doch, wenn ich es in der Tasche habe und es als Einhandmesser konzipiert ist, kriege ich es nicht unbedingt sehr leicht aus der Tasche raus. Bei denen zieht es die Tasche hoch, reibt jedes Mal hier an der Kante. Also um als Einmesser wirklich nutzen zu können, müsste es für mich leicht aus der Tasche rauszuziehen sein. Der Clip ist meiner Meinung nach zu fest. Zweitens, als Einhandmesser will ich es schließen können, auch meinetwegen blind. Aber ich krieg doch, wenn ich nicht aufpasse, die Fingerkuppen hier rein beim Zuschneiden. Also ich muss extrem aufpassen. Für mich ist das nicht so ganz toll. Ich will jetzt nicht Folder, Einhandmesser und so weiter diskutieren, Paragraphenkonformheit. Aber das ist mir sicherer. Da habe ich hier diesen Zeigefinger-Groove. Und wenn ich jetzt das Schloss entriegle, dann geht er maximal bis da und ich werde gezwungen, die Hände ein bisschen wegzumachen, damit ich sie überhaupt schließen kann. Aber ich habe mit beiden jeweils eine Woche alles gemacht, was man so macht. Außer natürlich bei Toning. Das ist auch ein Minuspunkt. Wenn man wirklich keine Säge dabei hat und man ist gezwungen, mit seinem Messer Kleinholz zu machen, dann sieht ein Folder in der Preisregion schnell mal alt aus. Also, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ich hätte sie mir nicht gekauft, aufgrund meiner Vorurteile gegenüber Foldern der Preisklasse. Und ich bin eigentlich nur bestätigt worden. Jetzt will ich ganz kurz eine kleine Gegenüberstellung machen zu meinem Kylie CKC Udo Poco Knife. Das gegenüber dem Navy und verglichen mit dem Enlan. Die 3 möchte ich jetzt kurz vergleichen. Ich lege sie mal gerade ab und hole mein Tea Time EDC Portemonnaie raus. Da habe ich mir nämlich einen Spickzettel aufgeschrieben, sonst kriege ich das Ganze nicht mehr zusammen. Also, das Enlan hat eine effektive Schneidlänge von 95 mm, das Navy von 83 mm plus 8 mm Ricasso, die beim Frontgrip, also wenn man es ganz vorne nimmt, immer noch sicher genug sind, um kleine Arbeiten zu machen. Also effektiv 83 mm, und das Udo Poco hat genau die gleiche Schneidlänge, 83 mm und 6 mm Ricasso. Ist also auch für vorne zum kleine Arbeiten machen, greifen gut geeignet, oder mit dem kleinen Finger, den er da macht, wenn man es hinter greift,
und in diesem Falle hier seine Kylie Groove hinten greifen, also auch für irgendwie was Entdornen oder irgend sowas, so Schaben. Das fehlt ihm natürlich an Gewicht, um ordentlich zu choppen. So, choppen würde ich mit keinem von denen, ehrlich gesagt. Ich denke mal, dass die schon eine ganze Zeit lang gebraucht sind. Insofern, also es hat nicht wirklich Spiel, Luftspiel, aber wenn ich es bewege, dann sieht man, dass hier genau in der Achse schon minimale Flexibilität da ist. Das habe ich bei dem nicht als Flexibilität, sondern wirklich so ein ganz, ganz minimales. Im Fahrradbereich hätte ich gesagt, das Lager ist zu locker eingestellt. Es ist zu schlecht gekontert. Also ein ganz kleines Ruckeln. Also das ist auch, glaube ich, der Schwachpunkt bei solchen Art von Foldern, dass sie über die Zeit hinweg natürlich locker werden. Man muss nacharbeiten. Hier in diesem Falle mit Torx und hier in diesem Falle Spezialschlüssel, kann man nichts machen, so ein komischer dreieckiger, was auch immer, Spezialschlüssel. Warum ändern nicht, wenn es hier eh schon Torx verwendet, nicht auch hier in der Achse einen Torx benutzt. Zudem, wie der Michael auch schon gesagt hat, dieser Dreieck Spezialschlüssel oder was, das Ganze ist natürlich ein bisschen scharfkantig. Zusätzlich scharfkantig empfinde ich diese stark eingestellten Liner Lock hier. Also man muss da wirklich mit dem Daumen Kraft reindrücken und dann zur Seite schieben, um es zu entriegeln. Und das schont die Daumenkuppenhaut nicht unbedingt. Also ich empfinde, da kann man dann wirklich nur effektiv mit dem Fingernagel reingehen und entsprechend nach einer Woche tragen, sieht mein Daumen-Fingernagel auch aus, eingekerbt. Inzwischen habe ich es gelernt zu flippen, aber so schön viel Spaß das macht, auch im anderen Zustand zu flippen oder mit einer Gegengeste. Ich habe ungutes Gefühl, wenn ich so ein Messer in der Öffentlichkeit dabei hätte und müsste immer irgendwie denken, ich muss aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Sorry für den Wind, aber mir ist egal. Ich will das Video fertig machen und an Christoph weiterleiten, Schnorres 58, der sich bereit erklärt hat, hier diese Messer in der nächsten Runde weiter zu prüfen, testen und ein Fazit darüber zu machen. Dann das Gewichtmäßige. Und jetzt rede ich von tragfähigem Gewicht. Also ich muss, um fair zu sein, beim Ulupuku die Scheide mitwiegen. Ne? Wir haben hier beim Enlan 158 Gramm, was ich mit der Küchenwaage gemessen habe. Wir haben hier beim Navy 141 Gramm und bei dem Ulupuku 64 Gramm plus 30 Scheide macht 94 Gramm. Bedeutet, dass ich also deutlich weniger Gewicht erstmal in der Hand habe, wenn es um Schnitzen geht. Im Gegensatz zu so etwas habe ich also unter die Hälfte in der Hand, was die Ermüdung und so weiter natürlich was ausmacht. Und zweitens würde ich jetzt sagen, wer so wie ich genug Klamotten rumschleppt, der sollte hier oder da mal schon ein bisschen aufs Gewicht achten können. Und also Stabilität und Gewicht würde ich auf jeden Fall sagen, dass Ulupuku siegt. Natürlich, die Folder hier sind natürlich irgendwo, finde ich, eine Modesache, dass man halt ein Arm einhändig öffnen kann. Das ist ein tolles Spielzeug. Das vielleicht sogar noch ein ordentliches Arbeitszeug. Das Navy, finde ich, hat ganz gut eine Figur abgemacht, auch beim Gemüseschnippeln etc., weil es einen Flachschliff hat. Das hat so eine Art Scandi mit zweiter Schneidphase. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Nicht ganz hochgezogener Flachschliff.
mit zweiter Schneidfaser. Das hat einen Flachschliff von oben an mit zweiter Schneidfaser. Und das ist klar beim Udo Poco flach bzw. ballig. Das ist mein Fazit heute. Video ist ein bisschen länger geworden. Ich muss einfach Danke sagen, dass ich dabei mitmachen durfte. Und ich muss einfach sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, sowas mal in der Hand zu halten und damit mal wirklich vom Gefühl und von der Arbeit und so weiter umzugehen. Ich würde sie mir nicht kaufen. Vom Design her finde ich das zu, ich weiß es nicht, zu aggressiv oder so. Da finde ich das Pingo von Spyderco viel interessanter oder die anderen, die hier quasi die Klinge etwas mehr abgerundeter haben statt so spitz. Aber ich will euch ja nicht ganz in den Klaren lassen, denn ich habe einige Tests gemacht, und wollte für mich auch noch ein kleines Souvenir dieser Messer behalten und habe mit dem Enlan und mit dem Navy jeweils ein Loch in diese Multiplexplatte hineingebohrt. Ich habe mir dran geschrieben, made by Enlan in circa 4 Minuten hier oben. Das hat echt absolut gerockt. Diese Klingenstärke, Stabilität insgesamt hat mir ein Gefühl gegeben, dass ich ein bisschen Druck und Hebelwirkung geben konnte und habe hier also ganz schnell in 4 Minuten das Loch gebohrt. Und hier unten, das hat länger gedauert, auch wenn ich damit angefangen habe. Also das habe ich als erstes gebohrt. Insofern müsste ich eigentlich eher hier oben ermüdet sein. Aber hier unten, das hat 7 Minuten gedauert. Ich kann es nicht genau erklären, aber ich denke mal, das liegt daran, dass dieser Winkel hier viel kleiner ist und ich da mehr schabe, als wie hier eben schneide, das Loch einschneide. Also, jetzt bin ich gespannt, was der Christoph sagt, der ja nun mal viele, viele Folder in der Hand gehabt hat in seinem Leben. Ich bleibe dabei, mein Victorinox-Folder ist mir ganz lieb. Ich hätte natürlich sehr gerne mal Wildsteer, wie heißen die auch immer, diesen Folder da, den hätte ich mal wirklich gerne in der Hand gehabt. Als Folder finde ich den natürlich klasse designt, was die Stabilität angeht. Vielleicht würde ich mal wie heißen die, Cold Steel, irgendwas eben in der Länge 10 cm mal in der Hand haben. Die haben ja diesen Triad Lock, also diesen erweiterten Back Lock dort, wo die Vibration und die Kraft geht auf einen extra Pin statt auf die Achse. Ja, das ist mein Fazit. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ist ein bisschen länger geworden, ist eine Art Knife Talk geworden, aber wie das so ist beim Talk, da talkt man halt. Also, macht's gut, man sieht sich wieder auf YouTube. Ciao.